Zum Fastnetsonntag in Waldsee gehört ganz klar die Narrenmess hier in St. Peter. Immer wieder wunderbar. Auch heute haben wir sie gefeiert und trotz Corona war sie stimmungsvoll, heiter, mit viel Aha. Aha als ausgelassener Ruf der Freude. Aha als Pandemieregel, gültig auch heute. Abstand, Hygiene und Alltagsmaske auf der einen Seite. Andererseits Amen, Halleluja, Amen in theologischer Weite. Was mich als Theologe und Narr darüber hinaus bewegt, warum eine Narrenmesse bei mir hoch im Kurs steht, kann ich gern begründen in ein paar gereimten Gedanken. Und dafür möchte ich mich schon vorab bei der Zunft bedanken. Mir geht es sonntags immer darum, die Ehre dem zu geben, dem wir uns verdanken, uns und unser ganzes Leben, unseren Frohsinn, unseren Glauben, alle Gaben, die wir eben zum Weiterschenken erhalten haben. Er, der uns an einem Fastnetsonntag auch zuruft, hallo ihr, kommt doch mit eurem Leben vertrauensvoll zu mir. Ob im Häs, ganz verrückt, oder etwas ernster in Zivil, eben in der Freiheit eines Christenmenschen, wie jeder will. Kommt mit euren Freuden oder kommt mit euren Sorgen, ihr seid auch am Fastnetsonntag bei mir geborgen. So Gottesdienst zu feiern, als Pfarrer wie als närrischer Christ, rührt auch daher, wenn man in einer Narrenhochburg geboren ist. Bei mir war es, wie es manche wissen, Oberndorf am Neckar. Schon als Kind habe ich da Fasten gefeiert, wunderbar. In und außerhalb der Kirche mit Ehrfurcht und Spaß, mit herzlicher Ausgelassenheit, aber auch mit Maß. Mit dieser Richtschnur versuche ich, es zusammenzubringen, Christ sein und närrisch sein, manchmal ist es auch ein Ringen. Und doch gilt in allem, Gott hat uns zur Freude erkoren. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir geboren, dass wir stets in und mit unserem Leben von dieser Freude an Gott Zeugnis geben. Das gilt heute, gilt aber auch an allen Tagen. Als Pfarrer muss ich deshalb manchmal sagen, Gottes Allmacht, Gottes Größe duldet keine Trauerklöße, schöpft drum neue Lebenskraft aus des Herrn Frohbotschaft, weil dann unsere Heiterkeit sich im und am Herrn erfreut. Lacht und seid lustig, daheim in kleiner Rund. Meine Schlussbitte, bleibt alle gesund. Und ganz zum Schluss kommt die Werbung. Bitte sehr. Wer gern bei der Narrenmess dabei gewesen wäre, aber auf den Kirchgang verzichtet hat wegen Corona, für den ist heute Abend die Narrenkiste da. Ausschnitte aus dem Gottesdienst werden zu sehen sein. Klickt einfach hier um 19 Uhr euch wieder ein. Aha!